Mal gucken, wie jetzt weitergeht. Okay, sie geht auf jeden Fall unter. Die SS Bulker geht unter. Yo Leute, da sind wir zurück bei GTA 5, dem Story-Modus. Und so wie es ausschaut, spielen wir heute mit Michael und ich denke, ihr wisst, was wir heute vorhaben. Wir haben nämlich heute vor, die H-Mission, also die Hauptmission hier zu spielen, den Meriwether-Raubüberfall. Und ja, dafür brauchen wir erstmal ein nettes Auto und ich muss jetzt einmal eines dazu sagen. Erstens habe ich GTA schon wirklich lange nicht mehr gespielt, aber was noch viel, viel interessanter ist, ich habe neue Kopfhörer, weil ich habe ja am 1. Juli ja Geburtstag gehabt. Wie ihr vielleicht oder vielleicht nicht wisst. Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst. Und ich habe neue Kopfhörer bekommen, nämlich In-Ear-Monitore. Das heißt, das sind relativ professionelle Kopfhörer, die einen wahnsinnig klaren Klang haben. Was ich auch jetzt gerade wieder unheimlich geil finde. Aber die haben einen kleinen Nachteil, und zwar habe ich bei meinem momentanen Mikrofon-Setup, was ja ein T-Bone SC450 ist, höre ich mich selber, aufgrund dessen, dass die eben wahnsinnig gut nach außen abdichten. Dadurch jetzt zwar nicht, was außer mir passiert, aber ich höre mich auch selbst nicht mehr ordentlich. Schön Adder mal geklaut hier. Passiert es eben, dass ich nicht mitbekomme, was außer mir passiert, und ich mich auch selbst sehr komisch halt höre, ne? Weil normalerweise hast du ja bei In-Ear-Monitoren das Ganze so, dass du auch dich selbst hörst. Was aber in meinem Fall eben dadurch, dass ich ein USB... Wow! Das hat jetzt gerade funktioniert? Alter! Hätte ich mir nicht gedacht, aber nice. Was aber bei mir eben dadurch, dass ich ein USB-Mikrofon habe, ja nicht funktioniert. Und... oder es würde nur verzögert funktionieren, was wiederum ziemlich scheiße wäre. Und darum habe ich das Ganze eben momentan nicht und höre mich selbst nicht... Und höre mich selbst eben nicht, und das Ganze ist ziemlich komisch, weil du hörst dich halt so richtig dumpf. Es ist so, wie wenn du dir die Nase und die Ohren zuhaltest. So höre ich mich jetzt gerade, also ganz, ganz interessant eigentlich. Das ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Aber ich will mir in Zukunft sowieso, also demnächst ein besseres Audio-Equipment holen. Oder was heißt demnächst, nachdem ich mir mein MacBook gekauft habe. Und ja. Ah, okay, wir fahren hierher. Ich würde aber sagen, wir parken jetzt mal hier schön. Und gehen mal gleich rauf und ich esse jetzt mal kurz was hier. Weil es ist Abend und Rife ist hungrig. Au. Ich habe Education. Dankeschön. Auf jeden Fall sehr lustig, dass man sich selber nicht hört. Aber der Sound von denen ist halt echt, echt geil. Also da kann man nichts sagen. Oh. Hä? Ach, hier. Hey, bro, what's up? Oh, hey, bro, you're late. 9 years fucking late. You know, you're so late, in fact, that you have no right to call me bro. Is that clear? Shut the fuck up. You're like a broken fucking record. Oh, yeah? Well, you're like a shit. Exactly like a shit. Where's the assistant? On his way. Kid idolized us. He's the creeps. Yo! Yo, Frankie. We were just talking about you. Oh, nattering. You know how it is. Yeah, whatever, man. So what are we doing here? We're working, amigo. Taking a score. Yeah, done most of the planning, and I think we're gonna literally make out like bandits on this. Did you talk to Lester? Yeah, yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He's got a wasting disease. 20% saved. No, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison! Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester sings pretty good, man. Would you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me, all right? So this time, we do things my way. Yeah, and what about after this? After this, we think about things. So what's the plan? Easy. We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, Daddy's little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. And you're boarding the freighter and planting charges. Me, I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends.
you, fat man, of course, well, you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck's sake, where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you! Ah, better! I like that! Fuck you! Good! Good! All right, now let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. Don't be a dick. Oh, your wish is my command, oh master! Let's go, Junior! Hey, Wade! Get Michael a wetsuit, all right? Take him to the boat. Oh. Stop dragging your heels, kid! We need some transport! Warte. Ja, bin schon im Weg. Ich muss nur meinen Kopfhörer und hier reinmachen. Das ist nämlich auch so eine Sache. Du kannst sie nicht einfach reinmachen, wie die alten Earpods, die ich hatte von Apple. Du musst das richtig, richtig kompliziert machen. So, steige in ein Fahrzeug. Ja, das machen wir doch. Haben wir ein ganz nettes mitgebracht hier. Ich glaube, Franklin sollte das Ganze können. Er ist ja mehrere Male draus rausgefallen. Gut, dann bringen wir ihn mal zur Brücke. Das ist richtig komisch, wenn du redest. Normalerweise höre ich mich eben, aber diese Kopfhörer sind so dämpfend, dass du dich echt fast überhaupt nicht hörst. Dafür ist der Sound geil, aber wirklich, ich muss unbedingt mir ein In-Ear-Monitoring-System besorgen, das auch ordentlich dann funktioniert und dementsprechend ich mich auch dann selber höre. So. Cool, so what's the thing, man? I don't know what it is, but I know it's important. Ooh. You heard of Meriwether? Yeah, maybe. Meriwether Security Consulting, the company our government uses to fight its wars and protect its shady interests all over the planet. They're the army? They're like the army, only they're private, so they cost more. Anyway, they've just been cleared to take government contracts on U.S. soil. And what's one of the first on the list? This container at the port? Oh. Exactamundo! So it's gotta be valuable, right? Anyway, it doesn't matter, because your job is not to understand. It's to shoot at people who try to stop us. Alles klar, ich glaube, das sollte Franklin zusammenbekommen. Er ist ja doch ganz gut beim Schießen, habe ich mal gehört. Stop the car in the median here. Get out, find your spot on the side of the bridge and call Michael. Alright, man, whatever. Ah, da ist ein Aussichtspunkt, ja. Nichts leichter als das dann hier. Zack, zack, zack. Hier runter? Ah, ja. Hä, wir hätten einfach die Foto vom Frachter von hier machen können. Hey, Dog, I'm in position. Let me know when you're ready. Ich bin ja sowieso so ein Genius, ne? Ich habe mir zuerst, weil ich was angestrichen habe, habe ich mir die Hände mit Terpentin gewaschen. Jetzt stinkt die Hände wie Scheiße. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. All right, I got you, homie. So. Hold on, there's a couple guards. These cats are shady, right? From what I read about them, yeah. They ain't no peace workers. It's clear, man. Climb aboard. Things I do for old friends. Und wenn Trevor wüsste, dass Brad eigentlich gestorben ist und nicht im Knast sitzt. Hei, hei, hei. T-pick 4 spots for the bombs. Keep an eye on me, okay? There's some serious manpower on this ship. Okay, also hier. First bomb is planted and armed. I'm moving up to the next position. Quiet as a mouse up here. Ah. Wo ist der? I can do it quick or I can do it right, okay? Hey, got a guard on patrol. On the deck, just down from me. Hab ich. Okay, hab ich. Wo ist er? Wo ist Michael? Der nächste. Second charge set. Two to go. Hey, if this is Trevor's thing, why ain't he doing any of the wet work? Cause he's screwing around in a submarine. I don't know how we got roped into this shit. Nächster. Ah, okay. Okay, da kommt noch einer. Da hinten irgendwo.
So. Alles klar. Sind jetzt hier erstmal alle weg? Gut, dann. Okay, wir können momentan nicht wechseln. Ich sehe ihn aber auch nicht. Okay, hier steht noch einer. Okay, da ist er. Okay. Okay, okay, okay. Here's the door. Going in. Get back to where I can see you as soon as you can. I'm not gonna screw around in here, all right? Da war zum Grafikbug dabei. Also ob jetzt nicht gewechselt wird. Da war die Tür. Da muss doch irgendwo einer sein. Wo, wo, wo? Warte, die sehen dich. Hä, wo, 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 wo? Ah, hier, okay, okay, okay. Runter. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Los, 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 los. Nein. Der erste. Der zweite. Wo sind noch welche? Hier ist einer. Scheiße. Oh nein. Der nächste. Hier ist einer. Ah, dich habe ich gleich. Pass mal auf hier. Zack. Nein, scheiße. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, scheiße. Wir werden drauf gehen. Wir werden sowas von drauf gehen. Nein, scheiße, wie soll ich denn das machen? Nein. Okay, ich wusste, dass das passieren wird. Ich kann das aber auch überhaupt nicht. Kann ich nicht auf Michael wechseln? Scheiße, ey. Okay, Moment, da unten war einer. Den haben wir. So, jetzt kommt hier irgendwo ein Auto an. Okay, hier. Na los, na los, na los. Na los, oh. Oh, shit. Nein, scheiße. Dich habe ich gesehen. Nein. Ah, oh, das darf doch nicht wahr sein. Ey, ich, ernsthaft, wie lange braucht der zu nachladen, ey? Kann ich nicht wechseln hier? Kann ich nicht wechseln? Nein. Oh, scheiße, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Warum braucht der so lange zum Nachladen, ey? Okay, wo ist der? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Ah, hier, okay. Okay. Oh! Okay, es war so knapp, aber ich habe den scheiß Heli gehabt. Aber wie soll ich das zusammenbekommen? Wie? Erklär mir das einer, bitte. Einmal probier es noch. Letzter Versuch. Okay, das Auto kommt an. Komm rüber. So, dich haben wir. Ach komm, schieß doch. Junge, warum kannst du nicht schießen? Oh. Okay, jetzt kommt der Heli wieder an. Der kommt rum, der kommt rum, jetzt kommt er rum. Hier ist er. So, okay. Okay, wo, 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 wo?
Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Wo sind die? Wo? Ich sehe sie nicht. Wo sollen die denn sein? Ah, hier, okay. Ah. Jetzt habe ich euch, Idioten. Na los, lad nach. Oh, wie lange braucht ihr denn zum Nachladen? Oh, Glück gehabt, ey. Okay, da geht er runter. Hab ich. Ja, wo? Wo? Ah, hier ist er, okay. Okay. Wo? Da sind keine. Ich sehe schon wieder niemanden. Ah, okay. Okay, wie soll ich zünden? Okay. Kontakte zünden, alles klar. Und boom. Boom, boom, boom. Aber es waren nur Haftbomben. Also ich dachte mir schon, dass das jetzt was Heftigeres werden würde. Sah jetzt bis jetzt nicht so heftig aus hier. Mal gucken, wie jetzt weitergeht. Okay, sie geht auf jeden Fall unter. Die SS Bulker geht unter. Die ganzen Container fallen runter. Hat Meriwether wohl doch nicht so gut gemacht hier, ne? Okay, hinten die Kabine brennt. Wir haben es anscheinend jetzt tatsächlich beim dritten Versuch geschafft. Okay. Wir tauchen jetzt hier anscheinend. Alles klar. Und jetzt? Okay. Ah, na geh doch hoch. Hoch, hallo. Hoch. Okay, links rum. Links. Ach, das Ding ist es. Okay, jetzt sind wir bei Trevor hier. Im U-Boot. Was sollen wir jetzt tun? Ja, los. If we knew what it was, it wouldn't be top secret or very valuable, would it? It ain't doing anything to the water, is it? I'm swimming around in this. Well, it could give you powers. Turn you into impotent rage. Nah, just take a shower after, you'll be fine. Let myself get talked into this. Auf das Gerät, okay. Oh. Okay, habe ich. So. Also, dann bringen wir das Ding noch schnell ins sichere Gebiet. Es hat anscheinend nach dem dritten Versuch mit Franklin, ich habe den Helikopter einfach zuerst unterschätzt, hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und Meriwether konnte wohl doch nichts. Was war die Aufsteigentaste? X? Ja, X war, ne? Na, Gott, das war knapp. Nicht über Wasser kommen hier. Gee. Okay, wo muss ich hin? Lass mich kurz gucken.
Ach, eh gleich hier links. Ah, okay. Get ready to lift now, Floyd. Nearly there. Ach, so nah waren wir hier mit dem Floyd, okay. Aber wir sind auf jeden Fall richtig gefahren, weil sonst wären wir die ganze Zeit über See gefahren. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt im Sinne gewesen wäre. So, zack, da sind wir. Man, you can say whatever you want about Trevor, but shit, he got it done. Yep, let's hope so. Schauen wir mal, was hier drin ist. Oh, ja, Trevor. Interessant. What? Hey man, what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I would be if certain known associates weren't busy making themselves enemies of the state. You know, the FIB, Meriwether, IAA, you can fuck with them all day long. But when you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass, you fucking chumps. Hold on, man. A super weapon? The Chinese, what? Warum haben wir ihn nicht direkt gefragt? I thought he talked to you. All right, man. So what now? Well, maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. Whoa! Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? That thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. Watch list? So fucking watch! So they don't watch, they kill. Idiot, we'll all be dead within a week. Think! All right, listen. Take the truck, take a guy, do what you gotta do. Trevor? I'll load it up. Trevor? Great. Then you and the patient can take it all back. Okay. Okay. Also haben wir hier wohl eine komplett unnütze Sache gemacht. Come on, Franklin. You owe me, Michael. Ich schuld dir gar nichts. What you gonna do, huh? I think of something. I gotta get Franklin some work too. I'll take this. Yeah, yeah. Lots of mouths to feed, amigo. Tell me about it. Ja, Trevor, wie kann man auch so dumm sein und nicht zuerst den Typen fragen, der Ahnung von der ganzen Sache hat? Geld, 20 Millionen. Kosten für Leerverkauf, 20 Millionen. Michaels Anteil 0, Franklins Anteil 0, Trevors Anteil 0, Helferanteil 0. Kopfschüsse 10 von 12, Treffgenauigkeit, Kontrollpunkt erreicht, Ninja 11 haben wir nicht erreicht, Containersuche 54 Sekunden haben wir erreicht, kein Alarm haben wir erreicht, Abschluss 70% Silber. Okay. Die Scheiße ist nur, wir stehen jetzt hier am Hafen, ohne U-Boot, beziehungsweise ohne unsere Superwaffe, ohne Auto, ohne alles. Und warum? Weil Trevor, dieser Vollidiot, nicht zuerst fragen kann, was wirklich ist. Nein, er macht es direkt. So ein Trottel. Nee, jetzt mal ernsthaft, wie kann man sich nicht zuvor informieren, was man überhaupt klaut? Was ist denn das für ein Mensch? Na. Was ist das hier? Harbor Patrol. Wir klauen dir jetzt erstmal das Auto. Ja, hast du gut gemacht, Trevor, muss ich schon sagen. Exzellent, also wirklich, wirklich super. Michael ruft an. I spoke to Steve. We're ready to move. He wants us to bring the stuff to the guy we met at the interrogation, Devin Weston. Big time investor, apparently. I'll let you handle that. Brown nosing the rich was always your talent, and it looks like you spent the last decade honing it. Alles klar, so können wir jetzt dann wohl demnächst mit Michael auch die H-Mission hier machen. Also die, wie heißt sie? Die Federal, die FIB-Mission. Und ich würde sagen, die machen wir dann direkt in der nächsten Folge. Vielleicht verläuft die etwas erfolgreicher und wir verlieren nicht weitere 20. Wie kann man 20 Millionen verlieren? Alter, das ist doch nicht normal. Alles, alles dumme Kinder. Oh, O'Neill, oh, was? You're the guy stealing contracts. You burnt the farm, killed my brothers.
You had too many brothers. They needed culling. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Okay, okay, okay. Ich verstehe, worum es bei dieser Randale-Mission hier geht. Die werden wir auch gleich erledigt haben. Problem bei der Sache ist nur, wir haben ein absolutes Scheißauto. Nee, 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 nee. Du läufst mir nicht weg. So, auf Wiedersehen. Also, du hast anscheinend ein Fahrrad geklaut. Sollen wir das zurückbringen? Es bringt uns eh nichts. Wir können es verkaufen, aber was würden wir dafür bekommen? Höchstwahrscheinlich wieder gar nichts. Insofern werden wir es jetzt mal eben zurückbringen, wem auch immer das gehört. Ich weiß nicht. Wir sind mal so nett. Trevor ist normalerweise ja nicht so nett, aber in dem Fall. Oh, Entschuldigung. Ich lasse es dir hier stehen. Ich lasse es dir doch hier stehen. Ich bin ein netter Mensch. So, jetzt brauche ich aber ein Auto. Ah, da vorne gibt's wer. Aber eigentlich brauche ich gar keins mehr, denn wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Insofern sage ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Like da. Wenn nicht, dann nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Hä? Warum fährt das Auto noch? Hey!